Erzählt mir von euch. Ihr wirkt ein wenig jung, um Teil von all dem zu sein. Mein Name ist Mrs. Die Magie in mir ist erwacht, als ich 9 Jahre alt war. Wow. Einige Templer kamen in unser Gesindeviertel und brachten mich in den Zirkel. Ich durfte mich nicht mal mehr verabschieden. Es ist nicht gerecht. Sarah, beruhig dich. Ich habe gelernt, meine Läuterung bestanden und ich bete den Gesang. Dennoch werde ich für den Rest meines Lebens eingesperrt sein. Wann traf der Magister ein? Wie lange ist Magister Alexius schon hier? Er kam 1 oder 2 Tage nach dem Konklave hier an. Es hieß, er sei hier, um uns vor dem Zorn der Templer zu beschützen. Aber es fühlt sich nicht an, als würden wir beschützt. Ihr mögt Winter also auch nicht? Ihr seid mit der Entscheidung der Großverzauberin nicht einverstanden. Ich war dabei, als wir darüber abstimmten, ob wir den Zirkel verlassen sollten. Sie schien sich wirklich dafür zu interessieren, was wir wollten. Sie war bereit zu rebellieren, aber sie wollte es nur tun, wenn es der Wille sämtlicher Magier wäre. Es ist schwer zu glauben, dass sie uns hinter unserem Rücken an die Magister verkaufen würde. Seid vorsichtig. Gebt auf euch Acht. Ihr geht irgendetwas Seltsames vor. Ich hätte nie gedacht, dass die Großverzauberin einem Magister die Treue schwören würde. Ist schon merkwürdig. Ach so, wir müssen wieder zurück zum Ratsraum, so wie es aussieht. Ich will trotzdem erstmal zum Schloss Redcliffe. Seid gegrüßt. Sagt es, müssen wir aber erstmal bis rüber. Das wird noch ein Stückchen sein. So. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon hingehen können oder... Ist die Burg eigentlich zerstört? Ich erinnere mich noch an das nee, sieht noch Mal, gut aus. Die Toten dieses Landheim suchten. Damals hatte ein Blutmagier ihn vergiftet. Wir kommen hier nicht rüber. Das ist das Problem. Findmühle von Redcliffe. Ha. Ist natürlich doof, dass die zerstört wurde, die Brücke. Biesensgrasen, da kommen wir aktuell noch nicht ran. Einsame Wächter, genau, da müssen wir auch noch hin. Der Geist im See. Blume für Senna, da können wir schnell mal hingehen. Ich glaube, der Riss war zu stark. Ja, genau. Reisen wir mal kurz dahin, machen so ein paar Nebenquests wieder und dann gehe ich wieder zurück an den Ratsraum. Und wir gucken uns an, was wir dann machen können. Also bei den Magiern sieht es ja aktuell so aus, als müssten wir die nur in Anführungszeichen von den, von Tevinter weglösen, von dem Magister. Bei den Templern scheint es ja auch so zu sein, dass es so ein, bestimmt Probleme gibt, die wollen uns ja aktuell nicht helfen. Vor allem glaube ich, genau, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem, wow, mit dem, okay, wir sind genau an der richtigen Stelle. Ich lege einfach mal Blumen ab. Text an Senna's Schrein. Geliebte Senna, möge deine Asche von Falun Din gesammelt und sicher getragen werden. Nach den langen Jahren, in denen du mich getragen hast, nehme ich stark an. Ach komm schon. Ich schon wieder ein Bär. Autsch. Bumm. Ja, ja, sehr viel Schaden gemacht. Macht dir nichts. Bam. Hilft uns der Typ gerade? Sah so aus. Du, jo. Ich glaub schon. Bam. Nee, tut er gar nicht. Bam. Dämlicher Perscher. Geh einfach drauf. Nein! Das wollte ich nicht töten. Ach, noch einer. Ups, wie noch immer ich da gerade angeschossen habe. Hört auf, nicht angreifen. So ein Blödsinn. So. Wow, was ist das denn da unten? Ne, was wollte ich nochmal überlegen? Genau, was mit den... Warum... Genau. Warum haben wir sie in Valroyo getroffen? Entweder hat wirklich jemand so eine Magie angewandt, um uns davon zu überzeugen, aber warum? Oder sie ist irgendwie kontrolliert oder hat irgendwelche Probleme, warum sie es nicht machen kann, warum sie mit uns kein Bündnis eingehen kann. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Sie haben Wachtürme errichtet, damit wir vorgewarnt sind, wenn uns Banditen oder Abtrünnige angreifen. Ich schätze, die Inquisition versucht wohl, die Schems zu beschützen. Sie beschützt jeden.
Genau das ist die Idee. Wir wollen die Bresche schließen und möglichst keine Toten mehr haben. Genau wie Faustschild, einfach Elfenkapuze, nichts Besonderes. Wow. Hübsch. Was ist das? Die Tyrda Stahlaxtsage Awamutter 8. Strophe. Hier gibt es noch einiges zu plündern. Vorreiterrüstung. Für Stufe 9 allerdings erst. Rauhstab. Hör auf zu glitschen, du komischer Schatten, du. Na gut, gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Zack, nochmal reisen. Ja, bitte. Ja, das hat zu lange gedauert. Habe ich es euch mal ein bisschen kürzer gemacht. Der einsame Wächter. Jetzt müssen wir erstmal hier rauf irgendwie. Ich sehe schon von hier den Marker, aber ich glaube, wir kommen hier nicht hoch an dieser Stelle, oder? Ah, es könnte eigentlich klappen. Aber es will nicht. Wie es scheint, hat die Fereldische Armee entschieden, sich vorerst zurückzuhalten. Ja, die Frage ist, wieso? Was hat Alistair vor? König Alistair. Und wo ist der Held von Ferelden in dieser Situation? Er lebt ja noch. So. Wenn ich das Gesicht wieder sehe, dann freue ich mich. Oh, was ist das? Oh ja, mehr Blutlotus. Können wir hier einfach rein oder sterben wir, wenn wir hier reingehen? Nö. Das ist ein ganz... Oh, doch, doch, tun wir. Was für ein Bullshit ist das denn? Ja, der wächst hier im Baum drin. Ein bisschen komisch, so ganz ohne Erde. Oh, mehr Blutlotus. Na komm her. Ich glaube, wir brauchen auch noch Embryum ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher. Kann ja nie genug davon haben. Vor allem Blutlotus ist relativ selten und hier wächst so viel davon. Kann ich nicht widerstehen, um einiges aufzusammeln. Jetzt gehen wir aber erstmal zu der Sehenswürdigkeit hier drüben. Dieser Bogen. Dem Stein drunter. Bumm. Die Tyrda Stahlaxtsage Awamutter 1. Strophe. Jetzt haben wir auch mal die erste gefunden. So. Blutlotus ablegen. Tada! Wow! Großschwert des Kriegsherrn. Leider ist es ein Großschwert, aber es ist schon ganz cool. Einfach mal so ein Großschwert. Können wir den so eigentlich weglöschen? Nein. Wir müssen auf jeden Fall da drüben ins Gebäude, so wie es aussieht. Hoffentlich ist der Wächter noch da, ansonsten ist irgendwas mit dem Wächtern geschehen. Was auch bedeuten könnte, dass der Held von Ferelden davon betroffen ist. Was für ein Kampf. Ich glaube, ich komme jetzt von der falschen Seite an. Blackwall. Denkt daran, ihr tragt Schilde, um standzuhalten, nicht um euch zu verstecken. Haltet sie auch so. Blackwall? Wächter Blackwall? Ihr seid kein... Woher kennt ihr meinen Namen? Wer... Oh! Wow. Was ist denn hier los? Das muss warten. Jetzt sind erstmal diese Idioten dran. Ich glaube, der gehört auch noch zu uns. Da sind sie! Okay, jetzt sind erstmal die Idioten dran. Haltet den Schildwall aufrecht, Männer! Zwingt sie zu mir zu kommen! Du bist tot! Klingt immer gut. Bam. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Haltet ein und denkt nach. Dafür ist es zu spät. Du weißt, tja, Schwarzstahlspeer. Komisch. Ja, er wusste von Anfang an, dass er gewinnen würde. Merkwürdig. Warum wird er angegriffen? Oh. Sehr ungewöhnlich. Ihr Schwachköpfe! Das war gute Arbeit, Rekruten. Auch wenn das hier nicht hätte passieren dürfen. Sie hätten... Nun, niemand hat sie gezwungen, als Diebe zu leben. Ah, okay. Holt euch zurück, was sie euch gestohlen haben. Geht wieder nach Hause. Ihr habt euch von ihnen befreit. Ihr bildet also ganz normale Leute aus.
sich zu wehren gegen Banditen. Sehr gut. Ihr seid kein Bauer. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Ja, ich stelle mich mal lieber vor. Ich kenne euren Namen, weil ich ein Vertreter der Inquisition bin. Ich untersuche, ob das Verschwinden der Wächter irgendetwas mit der Ermordung der Göttlichen zu tun hat. Was? Die Wächter und die Göttliche? Das kann nicht... Nein, ihr fragt. Also wisst ihr es nicht sicher. Zunächst mal, ich wusste nicht, dass sie verschwunden sind. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Keine Verderbnis, keine Wächter, richtig? Doch eines weiß ich. Ein Wächter hat die Göttliche nicht getötet. Politik ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Ich beschuldige die Wächter auch nicht. Ich beschuldige niemanden. Zumindest noch nicht. Ich brauche nur Informationen. Ich konnte nur euch finden. Wo ist der Rest? Ich habe seit Monaten keine anderen Wächter mehr gesehen. Ich reise allein und suche nach neuen Rekruten. Da der Erzdämon seit einem Jahrzehnt tot ist, also 10 Jahre, gibt es kaum Freiwillige. Und ohne Verderbnis besteht auch keine Veranlassung zur Konskription. Das stimmt. Es gibt Verträge, die es uns Wächtern erlauben, uns zu nehmen, was und wen wir brauchen. Also habe ich hier die Opfer dieser Idioten verpflichtet. Sie mussten tun, was ich sagte. Also habe ich ihnen befohlen, sich zu wehren. Nächstes Mal brauchen sie mich nicht mehr. Graue Wächter können einen inspirieren und zu etwas Besserem machen, als man es je für möglich gehalten hätte. So funktioniert das. Das sind auf jeden Fall interessante Verträge. Wenn wir Wächter bei uns hätten, wäre das praktisch. Ich wusste nicht, dass sich die Wächter nehmen können, was sie wollen. Es ist kompliziert. Bei einer Verderbnis müssen alle den Kampf gegen sie unterstützen. Die Verträge sind uralt. Mhm. Ob sie allerdings auch in Zeiten ohne Verderbnis gelten, ist vor allem eine Frage der Überzeugungskraft. Das ist sehr gut zu wissen. Wo könnten die Wächter denn überhaupt sein? Ich meine, die können doch nicht alle weg sein. Habt ihr irgendeine Idee, wo die anderen Wächter sein könnten? Sie sind vielleicht in unsere Festung in Weißhaupt zurückgekehrt. Sie liegt weit im Norden, in Anderfels. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie alle auf einmal verschwinden sollten. Geschweige denn, wohin? Warum seid ihr eigentlich noch hier? Warum seid ihr nicht auch verschwunden? Nun, vielleicht geschieht das ja noch. Vielleicht gibt es aber auch neue Anweisungen. Und der Bote hat mich einfach nicht gefunden. Als Rekrutierer bin ich oft Monate oder Jahre allein unterwegs. Ist alles sehr inspirierend, aber irgendwie erfolglos. Es war mir eine Freude, Wächter Blackwall, aber das hilft uns leider nicht weiter. Irgendwie Moment schade. Moment mal, ihr sagtet, ihr wärt ein Vertreter der Inquisition? Ja. Die Göttliche ist tot und der Himmel aufgerissen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben... Sollten wir bei derartigen Ereignissen zumindest hier sein. Wenn ihr die Dinge wieder in Ordnung bringen wollt, braucht ihr vielleicht einen Wächter. Ihr braucht mich. Wenn ihr allein wollt uns helfen? Die Inquisition braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann. Aber was könnte ein grauer Wächter schon tun? Die verdammte Welt retten, wenn nötig. So war es damals auch. Naja, fast. Hör zu, ich habe vielleicht keine große Erfahrung damit, Dämonen aus dem Himmel zu bekämpfen. Aber wer hat die schon? Magier. Und vergesst nicht die Verträge. Das hier ist vielleicht keine Verderbnis, aber es sind verdammt dunkle Zeiten. Einige werden sie einhalten. Klar, wir würden niemals einen Wächter ablehnen. Ein Wächter genießt bei vielen großes Ansehen. Willkommen bei der Inquisition. Wächter Blackwall, die Inquisition nimmt euer Angebot an. Das freut mich. Wir beide wollen wissen, was hier vor sich geht. Mhm. Vielleicht war ich schon zu lange allein. Ich werde der Inquisition beistehen. Sehr gut. Tada! Jetzt haben wir Blackwall noch bekommen. Noch ein Krieger. Gucken wir mal. Diese Richtung. Obwohl Cassandra wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Zack. Da hat jemand was fallen gelassen. Her damit. Ein bisschen Baumwolle. Besser als nichts. Aber es ist wirklich merkwürdig. Wo sind die Wächter hin? Können doch nicht einfach verschwunden sein, oder?